Ja, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Technik-Unboxing-Video. Heute zeige ich euch mal den EasyPix EasyScan, ein Portable DIN A4 Handscanner. Das Gerät finde ich durchaus praktisch. Früher hatte ich immer so diese typischen Flachbett-Scanner, die nehmen aber viel Platz weg und so oft scanne ich dann eben doch nichts ein, habe ich festgestellt, oder kopiere eben auch nicht so viele Sachen und deswegen dachte ich mir, so ein kleiner Handscanner wäre doch die bessere Alternative. Mal gucken, auch gerade wenn man irgendwie was aus Zeitschriften oder Büchern mal einscannen möchte, dann ist das hoffentlich eine praktische Sache. Zu den technischen Daten, ja. Hier sieht man ja DIN A4, 900x900 Auflösung, JPEG, PDF-File-Format, MicroSD-Kartenunterstützung bis 32 GB. Soweit also die Daten. Und dann gucken wir uns das Gerät mal genauer an. Ja, hier sieht man die Verpackung. Dann ist hier Weißabgleich Kalibrierungskarte. Muss ich nochmal genauer gucken. Macht irgendwie Sinn, wenn man es so hört. Dann haben wir hier einen kleinen Aufbewahrungsbeutel und eine Treiber-CD und ich denke mal eine Kurzanleitung. Hier ein Micro-USB-Kabel. Sind irgendwie hier festgeklickt oder nee. Ein Satz Batterien ist gleich dabei. Ja, und das ist der Handscanner selber. Hier sieht man so eine kleine LED-Anzeige, dann kann man hier oben umschalten, ob man es als JPEG oder PDF haben will. Dann kann man die DPI, also die Auflösung, einstellen. Hier ist der Scan-Knopf selber. Hier unten haben wir, sieht man das jetzt? Hier unten haben wir Micro-USB-Eingang. Dann den Slot für die SD-Karte. Und ansonsten ist es das. Hier unten sind eben diese Rollen, mit denen man dann drüber gleitet. Ja, und das ist es eigentlich schon. Soweit also das Unboxing zum EasyPix EasyScan Handscanner.